Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Farb.io. Heute zeige ich euch mal, wie man Werbung in seinem eigenen Android- oder iOS-Spiel macht, in GDevelop. Natürlich, iOS kann man noch nicht so richtig entwickeln, deshalb geht es noch nicht richtig. Ich mache erstmal eine leere Szene und ein leeres Projekt. Okay. Wenn man jetzt hier draufklickt, kann man sagen, egal, also man kann halt wieder eine Condition machen, aber als Action kann man auf jeden Fall dann hier und auf AdMob. Das ist der Google Ad, das neueste Google Ads von Google. Ja. Okay, also man kann hier auf jeden Fall machen, Load Video oder Show Video. Und dann kann man auf jeden Fall machen, Claim Reward. Das mache ich jetzt als erstes. Ich mache jetzt mal Text. Nenne das Video. Add. Ja, genau. Und sag, machen Button. Load. Also es soll das Video laden. Mache hier einfach einen Text. Lieber. Load. Load Video. Dann kann ich sagen, wenn Load Video Touch ist dann ein Object, sage ich okay, kann ich machen, AdMob, hier unten, AdMob, Show Video, oder erstmal Load Video, da müsst ihr dann eure ID eingeben, die ihr, wenn ihr bei euch bei AdMob anmeldet, bekommt, und hier sieht man dann Display und Load Complete, das bedeutet, wenn das voll geladen hat, ob es dann gleich zeigen soll, das Video. Das mache ich jetzt, ja. Testmod könnt ihr machen zum Ausprobieren, aber eigentlich braucht man das nicht. Sage ich okay. Und sage hier noch, damit man nicht aus Versehen draufklickt, Maus in Touch, Mausbutton pressed or touch held, left. Oder welchen Mausbutton ihr wollt. Könnt ihr auch weglassen, dass, wenn man nur mit der Maus drüber geht, dass es dann schon das macht. Okay. Dann könntet ihr noch machen, dass ihr das Video erst anzeigen lasst, wenn ihr auf den Button klickt. Das funktioniert so, indem ihr sagt Display und Load Complete. Nein. Sagen wir okay. Und machen Show. Wieder Touch. Sagen okay. Und dann klicken wir auf AdMob. Und zwar Show Video. Kann man dann OK klicken. Aber das funktioniert nur, wenn das Video geladen ist. Also wenn ich da drauf klicke und das Video ist nicht geladen, dann passiert auch nichts. Okay. Dann machen wir noch, warte, wieder Textobjekt. Load. Banner. Ja. Sagen wir Apply und ziehen das wieder hierher. Genau. Was das jetzt ist. Also ein Banner ist das, weil das gibt es bei vielen Apps, wo zum Beispiel hier oben einfach so ein, wie das hier, was ich jetzt zeige, so groß das ungefähr ist und da ist halt eine kleine Werbung einfach drauf. Oder man kann auch einstellen, dass es unten ist. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wenn Banner ist wieder Touch, sagen wir okay. Dann soll es AdMob Load Banner. Oder, also ihr könnt wieder machen, Display at Top, das würde ich machen, damit es immer oben ist. Oder ihr macht es unten, wenn ihr No klickt. Dann könnt ihr machen, ob es wieder nach dem Laden angezeigt werden soll. Mache ich wieder No. Und Testmod wieder, wie beim Video.
sagt ihr okay. Genau. Dann mache ich wieder. Show Banner. Banner. Apply das Ganze. Und ziehe das dann dahin. Dann mache ich wieder. Touch ist ein Show Banner. Soll es machen. Show Banner. Okay. Das funktioniert jetzt. Und jetzt gibt es noch eins. Das heißt, warte. Intestital. Ich weiß nicht ganz, was das bedeutet, aber das ist auf jeden Fall entweder ein kleines, kurzes Video, so 5 Sekunden oder so, oder ein Bild, das über den ganzen Bildschirm geht. Also das unterbricht auf jeden Fall das Spiel. Okay. Dann machen wir Load wieder. Da könnt ihr wieder auswählen, Display und Load Complete, Yes or No, Test Mode, Yes or No. Okay, und ich mache noch Text. Show. Punkt. Ich weiß nicht ganz, wie es heißt. Interstitial. Okay. Und wieder Load. Genau. Natürlich wieder umdrehen. If it's on load, it's touch. Okay. Und dann sagen wir wieder, mir ob ihr 3 oder wie ihr es genannt habt, show das Ganze. Machen wir okay. Was man jetzt noch machen kann, Remove Banner. Dann wählen wir aus AdMob. Einfach Remove Banner. Und sagen okay. Ich kann das Ganze jetzt leider nicht ausprobieren, denn ich habe zurzeit keinen AdMob Account, denn ich weiß nicht warum. Aber man kann auf jeden Fall das nur auf dem Android-Gerät ausprobieren oder auf iOS. Aber kann man ja noch nicht entwickeln dafür. Deshalb kann ich es nicht ausprobieren, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ihr müsst auf jeden Fall hier immer die richtigen Sachen eintragen. Da. Und ihr müsst auch in euren Game-Settings müsst ihr hier auch eure AdMob-App-ID eintragen, die ihr auch beim Erstellen des Kontos bekommt. Falls ihr so ein Konto erstellt, dauert es ungefähr 1 bis 2 Tage, bis das aktiviert wurde. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.